Hi, so, wir wollen rechnen. 7.182 durch 42. So, und solche Teilen und Divisionsaufgaben haben wir schon einige gemacht. Der große Unterschied und was hier neu ist, ist, wir teilen es durch eine zweistellige Zahl. Geht aber eigentlich genauso wie mit einer einstelligen Zahl. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau. Also zuerst fragen wir uns von links her, kann ich denn die 7 durch die 42 teilen? Nein, die 7 ist zu klein. Es muss größer wie 42 sein. Also schaue ich mir schon mal die ersten beiden Stellen an, also die Tausenderstelle und die 100er-Stelle, also die 71. Eigentlich sind es ja 7100 oder 71 Hunderter. So, und wie oft geht denn die 42 in die 71? Also die 42 geht in die 71 nur einmal rein. Ich denke, das ist relativ einleuchtend. Und jetzt rechnen wir einmal 42, schreiben die hier drunter. Das ist 42 und das ziehen wir ab. So, und was kommt denn da raus, wenn wir jetzt 71 minus 42 rechnen? Können wir im Kopf machen, wenn du es schon kannst. Im Kopf ist super, wenn nicht. Machen wir einfach die schriftliche Abziehen und müssen hier wahrscheinlich was ausborgen, weil 1 minus 2 geht nicht, da würde eine negative Zahl rauskommen. Das heißt, ich muss mir für die 1 muss ich irgendwie vergrößern. Ich borge mir also bei der 7 was aus. So, und zwar borge ich mir bei der 7 1 aus, bleibt da draus, bleibt dann nur noch 6 übrig. Und die 1 bei der 7 ist eine 10 bei der 11. Das heißt, ich habe mir 10 hier drüben ausgeborgt und die 10 kommen jetzt hier dazu. Also 1 plus 10 sind 11. So, also nur nochmal, dass das klar ist. Ich habe jetzt quasi bei der 7, das ist ja aus Sicht der 1 quasi die 10er Stelle. Also ich habe mir keine 1, sondern einen 10er ausgeborgt und die sind zur 1 dazu gezählt. Ungeachtet dessen, dass das eigentlich die Tausender- und die Hunderterstelle ist. Also eigentlich habe ich mir einen Tausender ausgeliehen oder 10 Hunderter ausgeliehen und diesen zu dem einen Hunderter zugerechnet und dann sind jetzt hier, stehen hier 11 Hunderter, also 11 in der Hunderterstelle. So, ich hoffe, das hat euch nicht verwirrt, aber genau, einfach von der linken Stelle 1 ausborgen, haben wir dann in dieser Stelle eben 10 dazu. Also 1 plus 10 sind 11. Und jetzt können wir rechnen. 11 minus 2. Das funktioniert jetzt. 11 minus 2 ist 9. Und 6 minus 4 ist 2. Bleibt hier 29. Und jetzt ziehe ich die nächste Stelle runter. In dem Fall die 10er Stelle. Das ist die 8. So, und jetzt kann ich 42, also 298 durch 42 rechnen. Das ist jetzt bisschen schwieriger. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, das im Kopf zu machen. Du siehst also schon, da muss man ein bisschen schätzen. Und ich muss auf alle Fälle so landen, dass ich nicht zu groß bin. Also ich darf nicht über 298 rauskommen. Die Zahl muss kleiner sein. Die soll aber auch nicht zu klein sein. Das heißt, sie soll weniger als 42 entfernt sein von der 298, sonst bleibt mein Rest hier unten zu groß, dann ist es auch falsch. Das heißt, ich muss mich jetzt mal annähern und zur Not muss ich es nochmal neu rechnen, falls ich einen Fehler gemacht habe. Also, wie kann ich mich denn grob annähern? Also, 298 ist grob 300 und 42 wäre grob 400. Das heißt, ich bin hier ungefähr 1, 2, 3, 43er entfernt. 400 oder 420, das wären ja 10. 360 ungefähr wären 9. 320 ungefähr wären 8. Das ist aber noch zu groß. Und unter 300 müssten 7 sein. Das probiere ich jetzt mal. 7. Was ist 7 mal 42? Multiplizieren wir einfach und schreiben es unten drunter. 7 mal 2 ist 14. So, da kann ich mir 1 merken. Und 7 mal 4, 7, 14, 21, 28 ist 28. Und plus diese 1 ist 29. So, und jetzt kann ich wieder abziehen.
So, was bleibt denn da übrig? Also 298 minus 294 ist ganz einfach, kann ich aber auch einfach nochmal Stelle für Stelle rechnen. 8 minus 4 ist 4. Ja, und das war's schon. Und jetzt hole ich mir noch die eine Stelle runter, das ist die 2. So, und 42, wie oft geht die 42 in 42 rein? Ja, genau einmal, also ganz wunderbar. So, und damit sind wir auch schon fertig. Da bleibt jetzt kein Rest übrig. Um es nochmal vollständig fertig zu rechnen, müsste ich jetzt eigentlich noch sagen, einmal 42 oder einmal 2 ist 2 und einmal 4 ist 4. Und wenn ich das voneinander abziehe, siehst du schon, aha, da bleibt kein Rest übrig, der Rest ist also 0. Damit geht die Aufgabe schön auf und das Ergebnis ist eine glatte 171.